So, willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception. Jetzt sind wir hier stehen geblieben und wir gehen jetzt einfach mal weiter, weil ich glaube, wir sind auf dem Schiff oder zumindest in der Nähe des Schiffs. Zumindest sieht ja das aus wie irgendwie so eine Anlage, die in der Nähe von Schiffen ist. Eine Werft. Bewerft sie mit Müll. Ach, immer diese schlechten Wortwitze. Es tut mir leid, ich schäme mich. Unterlasse es jetzt. Ist das denn ein Hinweis? Die zwei Pfeile mit den Zahlen. Ein Hinweis, ein Hinweis. Es kommt gleich in unser dickes, rotes Notizbuch. Und dann setzen wir uns in unseren Nachdenksessel. Komm, Okay. abgedroschen. Abgedroschen? Was heißt denn das? Meinte er mich? Gut, hier rüber. So, ich hoffe, wir sind keine Kerle mehr, die wir zusammenschlagen müssen. Obwohl, eigentlich schon, weil die Schlägereien, wie am Ende des letzten Parts, die machen so einen Spaß. So, hier rüber. Ah, okay, so funktioniert das. Oh, das finde ich auch cool gemacht, so. Das Klettern. Ja, das scheint doch irgendwie so eine Art Schiff zu sein oder so eine Anlage. Wie schon gesagt, eine Schiffswerft. Okay, da ist ein Seil. Kann ich mich schwingen? Ja. So, darüber. Aber wirklich klasse gemacht alles. Okay, das sieht nicht gut aus. Leer. Leer, natürlich. Okay, also wird es ja gleich wohl eine Schießerei geben, wenn wir hier schon unseren. Wie nennt man das? Holster? Ist das ein Holster? Ah, hier haben wir einen Schatz. Eine Hand! Juhu! Okay, das hier sah gerade ein bisschen komisch aus. Wenn man hier vorbeigeht, da ist hier so. Seht ihr dieses Kriselige da? Oder soll das einfach nur reflektieren? Oder sind das Fenster, oder? Egal. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist was im Schrank drin. Seht ihr da? Nee, ist doch nichts. Gut, gehen wir hier weiter. Oh. Auf einem Schiffsfriedhof. Naja, ein bisschen rumschwingen geht immer. So, darüber. Ich hoffe, das funktioniert. Jawohl. Okay, es geht voran. Das Klettern ist aber auch wirklich angenehm. Also die Steuerung, die versaut einen eigentlich so ziemlich nie was. Und die Kamera erst recht nicht. Die Kamerafahrten sind auch genial. Aber man sieht wirklich alles perfekt. So, ob ich da unten ins Wasser kann? Ah ja. Ah. Schöner Kloake hier rumschwimmen. Okay. Ich glaube, wir können auch tauchen. Und ich weiß gar nicht mehr, auf Kreis? Ja, okay. Ah ja, okay. Das finde ich auch cool. Das ist der erste Uncharted-Teil, in dem man wirklich tauchen kann. Sehr gut. Vielleicht sehen die uns ja auch nicht, wenn wir tauchen. So, zack, weg mit dir. So, hat er eine Waffe für uns? Nein, natürlich nicht. Wäre auch zu einfach gewesen. Obwohl, kommen keine Gegner, brauchen wir auch keine Waffen. Wenn Gegner kommen, dann brauchen wir ja schon eine Waffe. Das wäre dann doof. Da hinten ist einer. Ach so, hier kann ich nicht durch. Das hier sieht mir ganz nach der Stelle aus, an. Auch die Stimmen sind ein bisschen leise gerade, finde ich. Manchmal sind die wirklich verdammt leise. Es tut mir leid, ich wollte sowas nicht mehr machen, aber. Anzeige wollte ich nicht, Audio wollte ich. Da mache ich die Sprachausgabe so gleich wie Film. Da
die Filme ja immer recht laut sind. Also ich finde die Stimmen echt ein bisschen leise gerade. Was ich sagen wollte, das hier sieht mir ganz an einer Stelle aus, die schon in den... die schon in den Trailern gezeigt wurde, und zwar, wo so eine riesige Flutwelle auf einen zu rauscht. Mal sehen, ob das diese Stelle hier ist. Ah, sehr schön. Waffengewalt, damit geht doch alles. So. Sichern wir mal nochmal heimlich. Was hat er gesagt? Noch einer? Okay. Taupräzisionsgewehr. Ich glaube, damit können wir zielen, genau. Mist. Wahrscheinlich war das dumm. Ach. Okay, okay, okay. Wenn ich sterbe, mache ich den heimlich. Ups, 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 ups. Timing verpennt. Das ist auch so eine Sache mit den Granaten zurückwerfen. Da musst du das Timing echt stimmen. Ah, nein! Ah, da war ich zu wenig in Deckung. Okay. Ich hoffe, ich kann das jetzt alles nochmal versuchen. Also, das heißt mit dem Schleichen. Okay. So, Versuch Nummer 2. Wie lange können wir eigentlich tauchen? Bestimmt nicht so lange. Jetzt macht das gerade zum Beispiel gar nicht mehr. So, die hier haben wir ja sehr gut hingekriegt. Wo hält er sich da überhaupt fest? Mitten in der Wand. Zack. So, hier haben wir unsere Waffen. Ich glaube, ich warte lieber, bis er kommt, bevor ich dahin renne. Zack. Ach, noch eine Armee, sagt er, nicht noch einer. Ich wollte gerade sagen, da hinten sind ja auch noch ein paar Freunde von uns. Ich glaube, ich versuche erstmal den da hinten zu erledigen. Das war nicht so auffällig. Eigentlich hätten die das hören müssen. Ah, die Wellen und so, das sieht echt sehr gut aus. Gefällt mir. Wer ist da? Was, hier ist niemand. Ich bin nur Tourist. Wer ist da? Niemand! So, schnell mal runter hier. Hm. Wie mache ich denn den jetzt am besten? Ich schwimme erstmal rum. Ich mag ja dämliche Gegner. Obwohl, sie haben es gehört, also... Die KI ist, glaube ich, auch okay. Oh, Mist. Okay, das hat nicht so gut geklappt. Ach, die ist so genau. Ich nehme hier mal die Pistole. Oh Mann! Ich bin mir sicher, ich habe diese Granate zurückgeworfen. Naja, Waffen haben wir hier noch gar nicht. Okay, Sally. Ich mache mal einen kleinen Strategiewechsel, und zwar fange ich hier mal an, die
Typen zu erledigen. Hier ist eine Waffe. Krieg ich die heimlich? Komm. Wieso kann ich die nicht nehmen? Ach, auch egal. Ah, das wird doch nichts. Wieso kann ich diese Waffe hier nicht aufheben? Ah, jetzt. Hm. Ich sehe da keine Möglichkeit, die heimlich zu erledigen. Aber den hier. Zack. Vielleicht finden die irgendwann mal die Leiche. Ob ich dafür einfach mal das Scharfschützengewehr nehme? Ich glaube, der hatte eins. Dann machen wir hier mal ein bisschen Sniper-Action. Ach, das ist ein Geschütz. Deswegen zieht das auch so viel ab. B-b-b-b-b. Okay, okay, okay. Okay, Sally. Tauchen Sie mit Kreis unter, bla bla. Ja, ja. Hä? Schon Musik, aber die haben mich angeblich oder anscheinend noch nicht gesehen. Ah ja. Gut, gut. Oh doch. Haben sie, 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 haben sie. Das ist aber auch fies mit dem Geschütz. Also ganz im Ernst. Das ist richtig, richtig fies mit diesen 1000 Geschützen. Weil man auch nicht sieht, wo die sind und wie stark die sind. Das ist so fies. Und ich weiß auch nicht, vielleicht kann ich mich einmal vorbeischleichen. Kann ich die nicht einfach umgehen? Ich hab gehört, ein Sturm kommt. Ja, Kramses sagt, er hätte was Großes am Start. Wer ist dieser Britin eigentlich? Oh, Mist! Ach, hm, ja, 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 gar kein Problem. Sehen Sie mich einfach mal. Ach, das geht auch jetzt, ja, okay, okay. Hm, hm. Ich hab doch Dreieck gedrückt. Ich hab drei. Okay, ich hab erst Viereck gedrückt. Aber ich hab auch danach Dreieck gedrückt. Ja, das kann gar nicht funktionieren. Nein, nein. Wie soll ich die erledigen? Komm. Ey, es ist. Das geht. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Okay, wenn er hier jetzt sagt, wir sollen tauchen. Dann wird das wohl einen Grund haben. Aber das dauert auch immer. So, kommen wir noch ein Stück näher hier. Zack. Ah, der hat einen Refika. Ich glaube, die gibt's auch zum ersten Mal jetzt. Ich glaube schon. Da hinten, hier. Da hinten sieht's aus, als könnte man da reingehen. Das mache ich doch dann gleich mal. Erledigt. Noch eine Armee. Okay. Raketenwerfer. Wird er wichtig sein? Ich merke mir einfach mal, dass hier ein Raketenwerfer ist. Vielleicht schaffen wir es ja auch so. Ich verstehe es nicht. Ich meine, ich kann die heimlich erledigen, aber wenn ich dann schlage, dann finden die mich auf einmal. Das ist sowas, sowas verstehe ich immer nicht. Sowas verstehe ich immer nicht. Ich kann die von hinten schlagen, aber von vorne, wenn sie mich dann sehen, sozusagen, also nur der eine, dann geht es nicht. Das ist doch genauso leise, oder nicht? Sowas, das ist einfach Spiellogik. Sowas hasse ich, wirklich. Sowas Dummes. Ich meine, ob ich den jetzt von hinten schlage und irgendwie erwürge oder gegen die Wand knalle, das macht doch auch Krach. Und wenn ich den dann schlage, macht das auch Krach. Ist klar, aber ihr versteht, was ich meine. Sowas gefällt mir nicht. Und überall stehen hier diese verfickten Geschütze rum. Und ja, jetzt rennt der da hinten auf einmal lang.